So, hallo zu einer neuen Spielevorstellung und heute geht es um das Spiel Banished. Ja, das Spiel ist vor kurzem rausgekommen und es ist an sich eine Stadtbausimulation, möchte man, ja, kann man so sagen. Eher ein Siedlungsbau und gleichzeitig auch eine Überlebenssimulation. Und zwar ist es halt nicht so, dass man wie bei den meisten Stadtsimulationen die Stadt baut und die Gebäude mit Geld bezahlt oder dann Steuern einnimmt, sondern es geht wirklich alles nur darum, dass man seinen Bewohnern die Möglichkeit gibt zu überleben, vor allem den Winter zu überstehen. Wie macht man das? Klar, man sorgt für Nahrung, man sorgt für Häuser, man sorgt für Feuerholz und im Endeffekt dann vieles, vieles mehr im Laufe des Spiels. Und die große Herausforderung bei Banished ist es halt immer wirklich, diesen Überlebenskampf durchzustehen. Und so bilden sich dann halt immer wieder neue Situationen, in denen es dann auch mal wieder knifflig werden könnte. Unter anderem so einfache Sachen wie, dass die Gesellschaft überaltert, weil man zu wenig Häuser hatte und sich keine neuen Familien gegründet haben. Dann sterben einem die Leute weg. Oder man hat einen Winter mal etwas härter, kann seine Ernte nicht einbringen und im Endeffekt hat man zu wenig Nahrung, dann sterben Leute, dann hat man auf einmal keine Arbeiter mehr, man hat kein Holz mehr und das ist dann so eine Todesspirale. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo man hier im Endeffekt dann wirklich vor einem unlösbaren Problem steht und das Spiel neu anfangen muss und das macht den Reiz eigentlich auch irgendwie aus. Also man möchte natürlich vorwärts kommen und Anfängern empfiehlt es sich dann natürlich auch oft zu speichern, aber es ist wirklich ein spannendes Spiel. Und ja, hat in der Hinsicht dann immer wieder interessante Situationen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Direkt vorneweg, das Spiel ist kein AAA-Titel, also man hat nicht den Umfang, den man von anderen vielleicht erwarten kann. Dafür kostet es auch deutlich weniger. 15 € beim Hersteller, dann im Humble Store. Da bekommt man das ganze DRM frei und den Steam Key. Oder für 19 € nur bei Steam. Von daher ist die Wahl und meine Empfehlung natürlich dann der Humble Store. Für 5 € weniger, 4 € weniger. Und eine DRM-freie Version Plus Key. Von daher kann man da nichts falsch machen. Und ja, dann schauen wir uns mal das Spiel ein bisschen an. Wie man im Hauptmenü sieht, ist es auf Englisch, was daher kommt, dass es halt von einem Ein-Mann-Entwicklerteam programmiert wurde, aber mehrere Sprachen sollen, wenn es denn passt, in Zukunft kommen, genauso wie eine eventuelle Modbarkeit, die natürlich interessant wäre, um dann mehr Häuser oder mehr Rohstoffe oder was auch immer, da gibt es viele Möglichkeiten, mehr so in das Spiel zu integrieren. Also das wäre ja auch sicherlich ganz nett, wenn die noch kommt, aber da kann man jetzt noch nicht viel zu sagen. Schauen wir so lange kurz in die Optionen. Man kann auf jeden Fall Tastenkombinationen ändern, man kann die ganzen Audioeffekte einzeln einstellen, Musik würde ich anlassen, hört sich sehr gut an. Hier kann man auch viel umändern, es geht bis DirectX 11 hoch und im Spiel selber haben wir auch ein Autosave und man kann die Größe des Interfaces verändern, von daher eigentlich alles, was man so braucht. Wenn man ein neues Spiel startet, sieht man, es gibt keine Kampagne, sondern immer nur dieses Endlosspiel-Startmenü. Wir haben einen Stadtnamen, den wir ändern können. Kann man auch selber einen reinschreiben. Man kann ihn auch später im Spiel dann noch ändern. Wir haben hier eine Zufallszahl, die Karte beeinflusst. Die Karten sind alle zufällig generiert. Wir haben verschiedene Typen, nämlich Täler und Berge. Können kleine, mittlere, große Karten machen. Das Klima kann mild, normal und ja, hart sein. Das ändert sich, wirkt sich natürlich dann darauf aus, wie viel Nahrung man sammeln kann, wie lang der Winter ist, wie kalt es ist, alles in diese Richtung. Desaster sind die Katastrophen in Hinsicht von Hungers, Entschuldigung, von so Sachen wie Pest oder sowas, Krankheiten, Infektionen, dann so Geschichten, dass die Obstgärten befallen sind von Insekten, all sowas. Und ganz wichtig noch, die Startbedingungen beurteilen dann halt, wie viel Familie man hat am Anfang, wie viel Einwohner die Stadt hat, wie viel Rohstoffe man hat, was für ein Saatgut man hat, ob man überhaupt Saatgut hat. Alles in dieser Kategorie. Ich würde sagen, dann starten wir einfach mal
und sehen jetzt hier den Ladebildschirm. Die Ladezeiten sind okay. Speichern geht quasi ohne Zeitverlust, was natürlich dann sehr sinnvoll ist, gerade wie gesagt für Anfänger, wo man sagen muss, speichert oft, vor allem wenn es gerade gut läuft, auf jeden Fall speichern, damit man dann eventuelle Fehler später wieder ausbessern kann. Ja, wir starten hier auf dieser Karte und haben erstmal keine Ahnung, was wir tun sollen, aber dafür gibt es ja auch das Tutorial, was sich natürlich dann empfehlen lässt. Und dann gehen wir jetzt einfach mal das Menü ebenso schnell durch. Wir können die Spielgeschwindigkeit ändern, wir können uns lustige Tools und Informationen anzeigen lassen, wir können Häuser bauen, können Wege bauen, können Lager bauen, können Stadtgebäude bauen, Nahrungsgebäude, Rohstoffe und weiterverarbeitende Gebäude und wir können Sachen abreißen. Im Detail heißt es, wir gehen erstmal zu den Tools und öffnen uns eine Karte, um ein bisschen den Überblick zu haben und sehen auch schon, jetzt bei mittlerer Kartenstellung, die Karte ist groß, also die vollzubauen mit der Stadt ist fast ein Ding des Unmöglichen. Dann das ganz Wichtige, die allgemeinen Statistiken mit dem Stadtnamen, der Jahreszeit, dem Jahr, den Einwohnern, den Rohstoffen und sonstigen lustigen Informationen. Ein Log, was uns Nachrichten anzeigt, ganz praktisch. Eine Jobliste, auf die wir später zu sprechen kommen und auch eine Rohstofflimitliste, auf die wir auch später zu sprechen kommen. Und dann schauen wir uns jetzt mal wieder hier so ein bisschen um. Wir haben hier unsere Einwohner, die suchen gerade ihren Haus, haben natürlich leider keins. Bis zum Winter sollten die Häuser stehen, sonst werden die uns sofort erfrieren. Aber das Wichtigste für den Anfang ist erstmal einen Nahrungsnachschub zu etablieren. Dafür baue ich hier mal eine Hunting Cabin, eine Jagdhütte sowie auch direkt mal einen Sammler. Und auch direkt noch einen Weg dazwischen, weil ich mir Wege mag. So, und dann können wir direkt mal sehen, wie das Ganze mit dem Bauen funktioniert. Wir haben jetzt hier den Bau in Auftrag gegeben. Sieht man diesen dunklen Flächen, kann man anklicken und man sieht, okay, hier soll eine Sammlerhütte gebaut werden. Was muss dafür gemacht werden? Wir müssen 10 verschiedene störende Elemente von dem Bauplatz wegholen. Das ist zum Beispiel der Baum und die Steine. Und wenn man das macht, hat man diese auch direkt als Rohstoff zur Verfügung. Das ist halt was ganz Praktisches. Man muss nicht unbedingt einen Holzfäller bauen, um an Holz zu kommen, sondern man kann einfach die Bäume manuell abreißen. Wenn der Bauplatz freigeräumt ist, wird hier 30 Holz hingeliefert und 12 Stein. Zusätzlich gibt es noch Eisen als Ressource, die brauchen wir hier aber nicht. Und wenn das Ganze dann angeliefert wurde, können die Bauarbeiter ihr Werk beginnen und müssen insgesamt 45 Einheiten von Bauzeit investieren. Ist die Frage, wo kriegen wir Bauarbeiter her? Nun gut, die können wir ganz einfach zuweisen, indem wir sagen, wir möchten gerne 2 von unseren Einwohnern als Bauarbeiter deklarieren. Und insgesamt können maximal 6 Leute aktuell Bauarbeiter sein, ganz einfach, weil wir 2 Baustellen haben, auf der jeweils 3 Leute arbeiten könnten. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir insgesamt bis zu maximal 6 Bauarbeiter einstellen können. Der 7. hätte dann aktuell keinen Job, den er verrichten kann und würde, genau wie jetzt auch die 2, die ja auch nichts tun können, so direkt einfach als normaler Arbeiter hier rumlaufen und alle möglichen Sachen erledigen. Was können die normalen Arbeiter bzw. Leute, die gerade nichts zu tun haben, machen? Die können alles so erledigen, was halt nicht in einem Gebäude vonstatten geht, weil da muss man die Leute einstellen. Und das ist zum Beispiel hier Ressourcen removen, also auf Deutsch einfach sammeln. Und wenn man jetzt hier, wie ich gerade, das markiert, wird alles, was in dem Bereich ist, abgerissen, sprich Bäume werden gefällt und der Steine hier werden abgehackt. Und das kommt dann automatisch ins Lager, beziehungsweise wird dann dahin gebracht, auch von diesen Arbeitern. Und man hat mehr Ressourcen. Für später lohnt es sich dann natürlich ganz klar, Holzfäller oder dergleichen zu bauen, um da einen durchgehenden Nachschub zu haben. So, bei der Sammlerhütte ist fast alles freigeräumt. Ein Baum fehlt anscheinend noch. Hier ist noch ein bisschen mehr im Weg. Aber bald wird das Ganze dann auch gebaut werden. Und dann können wir uns in der Zwischenzeit schon mal so ein bisschen darum kümmern, dass wir dann gleich auch Häuser haben, damit wir den Winter überstehen.
Dann fangen wir hier einfach mal an und bauen hier schon mal drei Häuserlein hin. Und hier auch das gleiche Verfahren. Rohstoffe müssen angeliefert werden. Und dann werden die Bauarbeiter ihr Werk vollrichten. Und um das Ganze direkt abzuschließen, was braucht man noch neben Nahrung und Häusern? Feuerholz ist ganz wichtig. Und Feuerholz kann man halt hier mit so einem weiterverarbeitenden Gebäude sich besorgen. Und der wird dann halt Holz in Feuerholz hacken. Und da können wir dann auch direkt mal zum Thema zu sprechen kommen, was denn diese Ressourcenlimits zu bedeuten haben. Nun, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier so einen Holzhacker, der Feuerholz erzeugt, dann verbraucht er ja andere Ressourcen. Dann sagen wir jetzt mal, wir haben zu viele von diesen Holzcuttern. Dann würden wir im Endeffekt ja ganze Zeit Feuerholz erzeugen, was wir gar nicht brauchen. Und unsere Lager würde immer voller mit voller Holz werden. Und unsere ganzen anderen normalen Holzressourcen werden verbraucht. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen kann man sagen, ich möchte maximal 200 Brennstoffe haben. Also unter anderem Feuerholz. Und wenn ich 200 habe, dann brauchst du nicht mehr herstellen. Denn ich habe ja 200 auf Lager und das reicht mir. Und das gleiche gilt auch für alle Gebäude, die auch so erzeugen, wie zum Beispiel Holzfäller oder Steinbrüche oder auch die Sammelgebäude, wo man dann damit natürlich beeinflussen kann, dass nicht das ganze Lager mit einer Ressource überflutet wird, sondern das Ganze ein bisschen Gleichgewicht hat. Ja, jetzt können wir ein bisschen vorspulen, weil wir müssen jetzt hier unsere Bauprojekte zu Ende bringen und dann auch dafür sorgen, dass wirklich bis Winter die Gebäude fertiggestellt wurden und hier die Häuser fertiggestellt wurden vor allem. Und dann sehen wir bald hoffentlich auch den ersten Winter hier in diesem kurzen Vorzeigevideo, um euch das Spiel mal ein bisschen näher zu bringen. Ja, ich merke gerade, die wollen hier lieber alle ein bisschen sammeln, deswegen sage ich denen, die sollen sich hierauf priorisieren. Das geht mit diesem Pfeil. Increase Priority sagt man, macht zuerst alles, was in dem Bereich ist. Und das war halt das Anliefern jetzt der Rohstoffe. Man sieht, die Fundamente stehen, die Rohstoffe sind da. Jetzt müssen die Bauarbeiter nur noch ihr Werk verrichten. Und das machen die jetzt hoffentlich schnell. Ja, ich sehe, zuerst machen sie hier den Holzhacker fertig. Und jetzt haben wir hier natürlich wieder einen neuen Beruf, der sich eröffnet hat. Und man sieht am Fragezeichen auch, hier ist gerade kein Bürger, der hier arbeitet. Also werden wir einen Bürger dem Holzhacker zuteilen. Und hier ist das erste Haus fertig und wir sehen, vier Leute wohnen hier drin. Und hier sind noch Plätze frei, was ganz wichtig ist, denn wir wollen natürlich, dass sich unsere Bevölkerung auch vermehrt. Weil ansonsten werden sie ja auch älter und sterben irgendwann. Und damit die sich vermehren, müssen die Kinder, sobald sie erwachsen sind, das ist in dem Spiel mit 10 Jahren, müssen die ausziehen. Oder halt zumindest immer zwei, die sich dann halt als Familie gründen wollen, in ein Haus zusammenziehen und dort dann halt eine eigene Familie gründen. Und dieses Zusammenziehen funktioniert natürlich nur, wenn man genügend Häuser hat, in denen noch Platz dafür ist. Das heißt, man braucht immer eine Überkapazität an Häusern, um Platz zu haben, wo halt Leute dann einziehen können. So, was wir jetzt hier gerade schon sehen, ist, unser Feuerholz geht ganz drastisch runter. Warum ist das so? Nun, die Leute holen sich alle Ressourcen, die die dann so benötigen, schon mal in ihr Haus. Das heißt, hier in dem Haus sind jetzt schon 50 Feuerholz, hier in dem Haus sind schon 25 Feuerholz und hier sind auch 25 Feuerholz gelagert. Im Winter werden die das natürlich verbrauchen, beziehungsweise allgemein, wenn hier die Temperatur zu gering wird, dann wird Feuerholz verbraucht. Dementsprechend wird sich das Lager im Haus leeren und die müssen wieder neues Nachschub holen. Und wenn wir dann nichts auf Lager haben, wird es knapp, die Leute werden kalt und erfrieren. In den Häusern dauert das Erfrieren eine Weile, aber das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass wirklich dann die Stadt ausstirbt. Und wo wir jetzt dabei sind, das geht ziemlich schnell, wenn wir uns das angucken mit Nahrung. Also Kälte ist in Häusern zumindest nicht so das Problem. Aber Nahrung, wenn da Knappheit ist, dann kann das schon mal wirklich dafür sorgen, dass innerhalb von einem Winter die halbe Stadtbevölkerung einfach verhungert. Das geht extrem schnell, das sollte man absolut nicht unterschätzen.
Und das kann auch für einigen Frust sorgen, aber genau das macht ja, wie gesagt, auch die Schwierigkeit und die Herausforderung in diesem Spiel hier aus. So, ich habe jetzt noch drei Jäger hier zugewiesen. Die stellen neben Fleisch auch Leder her. Und das Leder können wir benutzen, um dann Kleidung herzustellen. Und da sind wir beim nächsten Thema. Kleidung und Werkzeuge, diese beiden Sachen hier, sind Sachen, die die Einwohner mit sich herumtragen. Wir sehen hier, Kleidung ist in okay Zustand. Ein Werkzeug hat sie auch dabei, nämlich ein Eisenwerkzeug. Es gibt auch Stahlwerkzeuge später, die halten länger. Aber eben, sie können kaputt gehen. Kleidung wird abgetragen und Werkzeuge können irgendwann mal kaputt gehen. Das ist ja auch in echt so. Und wenn das der Fall ist, müssen sie sich neue besorgen. Und das machen sie halt hier aus dem Lager. Und auf Dauer kann das natürlich nur funktionieren, wenn wir denn auch genug neuen Nachschub herstellen. Und genau das möchte ich machen. Ich möchte dafür sorgen, dass wir immer genug Werkzeuge und vor allem auch genug Kleidung zur Verfügung haben. Deswegen baue ich hier mal einen Schmied und einen Schneider hin, der genau dafür sorgen soll. Na, Wege muss man übrigens nicht bauen, ich mache das nur gerne. Nimmt halt Bauzeit in Anspruch, aber ansonsten kosten die Dreckwege hier nichts. So, wir brauchen mehr Häuser offenbar. Dann werden wir dafür auch direkt sorgen, damit wir hier wirklich keinen haben, der uns im Winter stirbt. Weil das wäre nun wirklich nicht schön. Und dann haben wir hier schon eine kleine Siedlung, die auf jeden Fall schon so für den Anfang ganz ansehnlich ist, würde ich sagen. Beschleunigen wir noch mal ein bisschen. Wir sind jetzt schon im frühen Herbst und hoffen natürlich, dass die Häuser hier noch fertig werden. Deswegen priorisiere ich die jetzt mal eben. Wobei ich merke, wir haben keine Steine mehr. Das heißt, wir schicken unsere Leute noch mal auf Sammelsuche. Und zwar Collect Stone in dem ganzen Bereich hier. Und dann noch ein bisschen Holz zusätzlich auch hier, damit wir auf jeden Fall noch genug Ressourcen haben. All Steine brauchen wir hier noch für unsere Häuser. Und jetzt sind wir schon im Herbst. Von daher, die Zeit wird knapp und ich möchte ja allen ein Dach über dem Kopf bieten. So, wir haben jetzt hier schon gut was an Berufen verteilt. Wir haben jetzt 4 Sammler, 3 Jäger, einen, der uns das Feuerholz zur Verfügung stellt. Wir haben auch schon einen Schmied und bald brauchen wir noch einen Schneider. Und dann sind unsere Bewohner auch schon komplett verteilt, weil mindestens einen, der Sachen von A nach B liefert, sollte man auf jeden Fall haben. Und ja, da muss man natürlich dann auch drauf warten, dass man hier Nachwuchs bekommt. Beziehungsweise die Kinder, mit denen man startet, erwachsen werden. Und das ist, wie gesagt, relativ früh mit 10 Jahren. Jedes Kind wird dann in 6 Jahren einen Job vollziehen können. Das ist gerade erwachsen geworden. Und ansonsten schaue ich mal rum. 8 haben wir noch jemanden. Ansonsten sieht es nicht so gut aus. Also in 2 Jahren bekommen wir wieder einen neuen Arbeiter dazu. So, da haben wir den ersten Schnee im frühen Winter. Also diesmal ein ganz normaler Winter, beziehungsweise einer, der relativ spät einsetzt. Wäre halt gut gewesen für eventuelle Felder, aber wir bewirtschaften ja noch keine Felder. Und das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Wir können direkt mal schauen, dass wir uns hier die ersten Felder holen. Und dann reißen wir hier mal den ganzen Bereich ab. Beziehungsweise befreien ihn von den Ressourcen sozusagen. Und sorgen dann dafür, dass wir da mal die ersten Felder bewirtschaften. So, hier eine Straße möchte ich gerne verbinden. Um nochmal auf Straßen einzugehen, also sie sind wie gesagt nicht Pflicht. Auf Straßen können die Bewohner aber schneller laufen. Und da sie sich immer den schnellsten Weg suchen und wir werden die wahrscheinlich dann diese Straße benutzen. Also wenn man die Straße jetzt irgendwie hier oben rumbaut, werden die natürlich nicht benutzen, weil durch den Wald laufen trotzdem schneller wäre. Also da nehmen die einfach immer den kürzesten Weg und wenn man die Straßen dann auf den kürzesten Wegen verlegt, sind die insgesamt natürlich schneller unterwegs.
So, hier. Oh, das war jetzt gar nicht richtig, sondern. So, mal eben. So, da hätte ich jetzt schon fast eine Straße gebaut. Nein, ich wollte hier die Steine abreißen. Das haben die aber gerade eh schon gemacht. Wie man sieht, hier ist nichts mehr an Steinen. Das heißt, wir können den Weg hier weiterziehen. So, hier haben wir noch was im Weg stehen, was wir dann gleich abreißen müssten. Und hier sind noch Überbleibsel von meinem Fehlbau gerade. So. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon eine stattliche Siedlung, die an sich gut funktioniert. Und wir können wieder einen neuen Beruf zuweisen. Wobei... Ah nein, wir können keinen Beruf zuweisen, sondern hier ist einfach das Problem, dass wir kein Eisen mehr auf Lager haben. Also sammeln wir mal Eisen. Einfach schön großflächig hier das ganze Eisen aus dem Wald holen. Und später bekommt man Sachen halt wie Eisen dann aus einer Mine. Das ist dann hier. Die kann man einfach so auf jeden Hügel, der hier in der Umgebung ist, hinbauen. Man sieht hier, wenn wir hier auf dem Flachland sind, dass der hintere Teil auf dem Flachland nicht gebaut werden kann. Und auf dem Hügel sieht man, der vordere Teil kann auf dem Hügel nicht gebaut werden. Das heißt, man muss einfach nur dafür sorgen, dass man irgendwo einen Hügel findet, der breit genug ist, damit man die ganze Fläche hier unterbekommt. Zum Beispiel auf der Seite funktioniert oder bei den großen Hügeln hier eigentlich an sehr vielen Stellen. Da ist man also sehr frei in der Wahl des Ortes für seine Minen und kann die einfach irgendwo hinbauen, wo es einem möglichst gut passt. So, ich hoffe, dass mir die Nahrung jetzt nicht ausgeht, denn wie wir sehen, haben wir gerade schon nichts mehr auf Lager hier. Ich bin ein bisschen überrascht. Normalerweise starte ich eigentlich nur mit einem Sammler und das reicht schon. Jetzt habe ich sogar Sammler und Jäger und es reicht doch nicht. Mal gucken, dass das jetzt noch klappt. Aber hier sollte genau, noch was in den Häusern liegen an Nahrung. Das heißt, die werden nicht sofort verhungern. Aber es ist doch anscheinend gerade schon ein sehr knapper Start. Vielleicht ist auch hier in dem Wald nicht viel, was die sammeln können. Wir schauen mal. 240 diese Saison an Bären gesammelt. Das ist eigentlich doch ganz schön viel. Also es ist in Ordnung. Und der Jäger 360 Wild, also Fleischeinheiten. Das ist verbesserungswürdig. Da geht auch deutlich mehr. So 1000 habe ich schon öfter mal gehabt. Mal schauen, ob sich das noch einpendelt oder ob wir hier ein kurzes Spiel nur haben werden. So, wir haben auf jeden Fall jetzt schon die Möglichkeit, auch Kleidung zu erzeugen. Und das war auch nötig, weil wir nur noch 7 auf Lager haben. Und dafür brauchten wir auf jeden Fall den Jäger. Das heißt, spätestens jetzt hätte man einen bauen sollen. Und dann schauen wir mal weiter, dass wir jetzt hier doch noch irgendwie überleben. Wie kommen wir noch an mehr Nahrung? Ja, wir können auch gucken, was wir sonst für Möglichkeiten haben. Zum Beispiel einen Fischer zu bauen. Das geht natürlich immer. Und der wird uns dann natürlich auch Nahrung besorgen. Bei der Fischerei können bis zu 10 Leute arbeiten, 4 Leute arbeiten. Und dementsprechend haben wir momentan nicht genug, um die ganze Fischerei zu betreiben. Aber hoffentlich werden auch mehr und mehr Leute geboren. Und dann irgendwann erwachsen. Und wir bauen auch schon mal neue Häuser, damit wir denen die Möglichkeit geben, neue Familien zu gründen. Denn wie man sieht, hier das Haus, das wird schon langsam recht voll. Und da haben wir noch 2 Kinder, die bald ausziehen wollen. Eventuell dann. Und da schadet es nicht, das ein oder andere Haus. So, hier sind wir jetzt in einem etwas späteren Stadium. 5 Jahre sind vergangen, seitdem wir angefangen haben. Und wir haben hier jetzt schon ein bisschen an Feldern, wo wir in dem Fall Paprika und Mais anbauen. Das sind die einzigen beiden Saatgute, die ich hier habe auf diesem Karte, und man bekommt halt 2 zufällige, wenn man auf der mittleren Schwierigkeit spielt. Ja, hier unten wird jetzt ein bisschen ausgedehnt. Hier ist jetzt ein Holzfäller, der auch wieder aufforstet, aber hier der ganze Bereich, der war halt schon runtergeforstet, als ich ein bisschen Holz brauchte. Das heißt, es dauert jetzt ein bisschen, bis hier überall wieder neue Bäume stehen, aber man sieht, hier sind überall schon kleine Bäumchen, die jetzt halt im Laufe der Jahre wachsen werden.
Allgemein ist die Karte hier ein bisschen schwierig für Holz, weil immer nur so Bereiche sind, dann sind immer dazwischen so Berge, die halt schon etwas stören. Aber allgemein kann man halt dann einfach hier zum Beispiel einen hinsetzen, ist halt nur ein bisschen weit weg von der Stadt. Deswegen habe ich überlegt, hier oben noch einen hinzusetzen. Das mache ich jetzt einfach mal so, weil Holz ist neben Nahrung wirklich die Grundressource, die man immer braucht und wo man echt Schwierigkeiten bekommt, wenn man die nicht mehr hat. So, hier komme ich irgendwie nicht rüber anscheinend. Da muss ich außen rum, aber dann mache ich das halt. Ich habe versucht, irgendwie doch durchzukommen, aber das ging jetzt nicht. Ja, hier der Fischereibetrieb ist natürlich auch schon lange fertig und nimmt richtig gut Fisch hier ein in diesem Einzugsbereich. Unsere Jagdhütte mittlerweile auch über 1000 in der letzten Saison an Fleisch produziert. Also da sieht man, das funktioniert dann doch ganz gut. Mit 3000 sind wir hier auch, haben wir gut was an Nahrung auf Lager. Aber man darf das Problem nicht unterschätzen, dass wirklich, wenn es denn mal zwei, drei schlechte Winter gibt, auf einmal man doch vor der Hungersnot stehen kann. Die Gefahr ist immer da und das darf man echt nicht unterschätzen. Auch jetzt haben wir wieder einen relativ späten Winter, erst im Spätherbst, fast schon früher Winter, fällt hier der erste Schnee. Das heißt, wir haben es auch ohne Probleme geschafft, hier unsere Ernte einzuholen. Und für diesen Winter hoffentlich wieder genug Nahrung, obwohl wir sehen, dass die gerade wieder fällt. Weit unter 3000, also das geht ganz schnell. Innerhalb weniger Minuten fällt das hier um 500. Und dann kann man doch ganz schnell wieder in einer Hungersnot landen. Wir haben uns noch ein bisschen mehr hier um das Spiel zu kümmern. Wir sehen hier noch ganz viele Gebäude, die jetzt auch in dieser etwas fortgeschritteneren Siedlung noch nicht stehen. Da haben wir hier so Sachen wie Krankenhäuser, in denen wir dann Kranke heilen können, um den allgemeinen Gesundheitszustand hier zu heben. Eine Stadthalle, immer ganz gut, um Statistiken zu bekommen oder auch um mehr Einwohner zu bekommen von Wanderleuten, die hier vorbeikommen und dann hier sich niederlassen wollen. Und aber so ziemlich das wichtigste Gebäude ist vor allem auch ein Handelsdock, wo dann Händler anlegen können, mit denen man dann Waren tauschen kann. Und das werde ich jetzt hier auch erstmal direkt hinbauen. Das ist eins der teureren Gebäude, da muss man echt dann ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt vielleicht nicht so perfekt, das hier jetzt einfach hinzustellen. Aber um euch das mal zu zeigen, werde ich das jetzt hier machen. Und ansonsten denke ich, habe ich schon relativ viel von dem Spiel gezeigt. Der Reiz besteht ja einfach darin, wirklich eine Stadt aufzubauen und zu überleben. Und da ist dann aufgrund der zufälligen Karten auch jedes Spiel anders. Allein schon, weil man immer verschiedene Sachen anbaut, man hat verschiedene Ausgangssituationen, verschiedene Arten, wie man hier dann versuchen kann, das Spiel zu schaffen, beziehungsweise so lange wie möglich zu überleben. Und das ist halt der große Reiz. Ja, jetzt haben wir hier wieder einen, der ist verhungert. Man weiß nicht warum, weil wir haben eigentlich genug Nahrung da. Vielleicht ist er irgendwo hier rumgewandert und hat es nicht rechtzeitig nach Hause geschafft, bevor er dann verhungert ist. Weil eigentlich ist hier überall genug Nahrung vorhanden. Und spätestens hier in meinem Lagerhaus ist auf jeden Fall genug da. Und ja, dann kann man hier einfach mal ein bisschen weiterspielen und gucken, dass man hier möglichst lange überlebt. Und ich denke, ich springe jetzt dann noch einmal ein Stückchen weiter vor, um euch was zu zeigen. Und danach komme ich dann auch zum Fazit. So, jetzt sind wir hier schon in einem deutlich fortgeschritteneren Spielstand. Ich habe jetzt hier auch schon eine Kirche gebaut und habe es auch geschafft, ein bisschen zu handeln und habe mir für einen sehr, sehr großen Gegenwert auch die ersten zwei Tiere gekauft, und zwar zwei Schafe. Mit diesen zwei Schafen habe ich dann hier auf der Weide schon Nachwuchs bekommen, nämlich ein drittes Schaf. Und allgemein werden die sich natürlich jetzt auch immer weiter vermehren. Und man kann ein Maximum festlegen, und wenn dieses Maximum erreicht ist, dann werden alle überschüssigen Schafe oder allgemein Tiere einfach geschlachtet. Dadurch bekommt man natürlich Nahrung, ganz klar, und in erster Linie bekommt man natürlich von den Schafen aber auch Wolle. Hab leider gerade nichts auf Lager, aber man bekommt sie auf jeden Fall und ich habe es auch schon einiges davon gehabt.
Und der Schneider kann dann unter anderem zum Beispiel Wollkleidung herstellen oder halt Leder und Wolle zusammen richtig dicke Jacken machen, mit denen die Bürger dann ohne Probleme über den Winter kommen und da sind sie gewappnet gegen jede Kälte, also auf jeden Fall ein Blick wert, sich mal da Schafe anzueignen. Ja, ich habe noch einen Friedhof gebaut, wo dann halt die Toten hingebracht werden. Das hebt dann halt insgesamt die Stimmung der Bürger. Dann habe ich noch ein bisschen was dafür getan, die Nahrung aufzubessern. Gerade in diesem Spiel ist die Nahrung ja wirklich ein Kernelement. Und selbst jetzt schwankt die immer noch extrem stark. Also mal habe ich 3000, mal eine 300 und dann bin ich wieder kurz vom Abgrund. Und man muss immer darauf achten und... Ja, da muss man echt aufpassen, dass man da nicht dann auf einmal in eine Hungersnot gerät. Viel mehr wollte ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen von dem Spiel. Ich denke, ich habe schon einen sehr großen Teil des Spiels gezeigt. Ganz einfach, weil es ja auch gar kein AAA-Titel ist und nicht unendlich viel Content hat. Deswegen wäre ja zum Beispiel auch die Modbarkeit eine sehr nette Idee. Aber da muss man einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Als Fazit würde ich jetzt sagen, wie ich schon erwähnt habe, der Reiz in diesem Spiel ist einfach, sich selbst an die Grenzen zu bringen, zu sehen, wie weit kann ich kommen, ohne dass meine Bürger hier verhungern oder erfrieren, wie groß kann ich die Siedlung aufbauen. Und das Spiel gibt da einfach irgendwie einen Anreiz, sich da an die Grenzen zu bringen. Die Grafik ist vielleicht nicht die wunderschönste, aber sie ist auf jeden Fall sehr liebevoll gemacht und man kann sehr schön reinzoomen, man kann alle beobachten, man sieht, wie das Leben durch deine Siedlung fließt. Und zusätzlich zu dieser Stimmung von dem Spiel, grafisch, kommt natürlich auch noch die Musik und alles in allem wirklich eine Note 1 quasi für Stimmung. Für alle, die sich irgendwie interessieren für Städtesimulation oder Überlebenssimulation, würde ich sagen, kauft euch das Spiel. Von mir eine klare Kaufempfehlung. Gerade für diesen Preis kann man da nicht viel falsch machen und da kann man dann ruhig zugreifen. Ich hoffe, dass ich euch das Spiel ein bisschen näher bringen konnte, dass ihr einen kleinen Überblick habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier zuzuschauen und ich danke euch natürlich für eure Aufmerksamkeit und sage dann jetzt bis zum nächsten Mal.